Mein Gast heute Abend hatte von Anfang an Köpfchen. Erstens ein besonders hübsches und zweitens ein besonders eigenwilliges. Als die Unschuld von Landau ihren sicheren Job als Sekretärin aufgab, um zum Film zu gehen, befürchtete ihre Familie, dass sie möglicherweise auf die schiefe Bahn geraten könnte. Aus dieser schiefen Bahn wurde eine steile Leiter zum Erfolg. Und mittendrin bot ihr Peter Schamoni, damals noch ein Schwabinger Jungfilmer, zur Sache Schätzchen an. Freunde und Agenten fürchteten nun um ihren künstlerischen Ruf. Sie spielte und wurde zum Schätzchen der Nation. Und wieder fürchtete ihre Umgebung, sie könnte durch das Abweichen vom harmlos fröhlichen Schätzchen-Image ihrer Karriere schaden. Sie machte es und wurde zur ernstgenommenen Schauspielerin. Ihre offene Meinung hält sie selten zurück. Wie gut, dass niemand sie davon zurückhalten konnte, die Einladung zu heute Abend anzunehmen. Herzlich willkommen, Uschi Glas. So schöne Worte. Hab's den Blick gesehen. Naja, man ist misstrauisch. Uschi, ich möchte unser Gespräch mit so etwas Ähnlichem wie einem Reaktionstest beginnen. Dazu muss ich an deine Vorstellungskraft appellieren. Oh Gott, nein, nein, brauchst keine Angst. Ja. Auch kein Quiz, nein. Also stell dir vor, wir kennen uns nicht. Mhm. Wir haben uns noch nie gesehen, aber ich bin einer deiner vielen wahnsinnigen Verehrer. Ein Uschi Glas-Fan. Wir stehen uns zum ersten Mal gegenüber und ich sage zu dir, hallo Schätzchen, wie geht's? Wie reagierst du auf sowas? Das sage ich gut. Wenn es mir gut geht, mir geht es meistens gut, dann sage ich gut. Du möchtest darauf raus, wahrscheinlich, ob mich dieses Wort Schätzchen schon nervt und innerviert. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt nicht. Wenn es also, was weiß ich, eine puckliche Frau wäre oder so, dann würde man vielleicht sagen, mein Kinder, lasst es halt endlich einmal. Aber Schätzchen, ich muss sagen, nach wie vor, ich empfinde das als ein positives Wort. Und also ich mache mir da eigentlich weniger Gedanken drüber als beispielsweise Journalisten. Weil Journalisten sagen immer, sag mal, ist das nicht schrecklich, dass sie immer noch ein Schätzchen sind und das ist ja grausam und überall steht. Also nee, ich finde es überhaupt nicht schrecklich, mich interessiert das nicht. Und ich bin natürlich etwas älter geworden, ich bin keine 17 mehr. Aber wenn sie das halt nicht mehr mögen, dann schreiben sie es nicht mehr. Dann heißt es in der Überschrift, Schätzchen ist kein Schätzchen mehr. Und sie, da ist schon wieder dabei. Also wahrscheinlich, wenn ich 100 bin, bin ich immer noch ein älteres Schätzchen. Aber so ist es halt. Aber ich muss sagen, das sind keine Probleme für mich. Mhm. Also das... Ja, angeblich werden Schätze ja immer wertvoller, je älter sie werden, nicht? Und je später man sie entdeckt. Was überlegen, wie? Stimmt das? Ja, immer eigentlich, oder? Schätze? Eigentlich schon, nicht? Je älter sie sind, umso wertvoller werden sie, wenn man sie ausgräbt. Bitte schön. Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt hin? Bitte schön. Das fängt ja schon gut an, Alter. Wie ausgegraben. Kein Mensch möchte dich ausgraben. Jeder hofft, dass du noch lange nicht eingegraben bist. Das habe ich gar nicht verstanden. Ja. So hinterlistig. Ja. Du trinkst einen Champagner, habe ich, ja, ich mit Freuden vernommen. Darf ich den aufmachen? Für jetzt soll ich ein bisschen schütteln. Ich würde ganz bescheiden sagen, nur ein Apfelsaft, Charlie. Wir sind ja sowas. Jetzt im ersten Programm. Nicht? Das und dann hat man mir gesagt, Formel 1, sollen wir ein bisschen schütteln? Möchten Sie auch ein bisschen was mithaben davon? Ja? Jetzt, wenn er sich nicht aufkriegt. Gell? Laut oder leise? Laut. Laut, laut. Na dann, bitte, Sie sind selber schuld. Laut. Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott, Sie Armen. Komm so. Oh! Oh. So, noch ein bisschen. Bleiben wir noch bei der Begrüßung. Ja. Wie reagierst du, wenn einer zu dir sagt, hallo Dickschädel?
Ja, das wissen ja eigentlich ja nur Leute, die mich kennen. Und denen gebe ich dann recht und sage, hallo, mir geht's trotzdem gut. Weil die anderen wissen das ja nicht. Die anderen denken ja, ich bin wirklich nur lieb. Und das stimmt natürlich wieder nicht. Das wissen wieder die Leute, die mich gut kennen, dass das nicht so einfach ist. Ja, kennen wir uns jetzt eigentlich gut oder kennen wir uns weniger gut? Ja, wie kennst du mich als Dickschädel? Bisschen schon, gell? Ja, natürlich kenne ich dich als Dickschädel. Ja, eben, also. Ich kenne dich vor allen Dingen als jemand, der einen bemerkenswert... Ich habe gerade gesagt, das regt mich überhaupt nicht auf. Na, du musst ja nicht aufgeregt sein. Also sehr zum Wohl. Wir trinken auf ihr aller Wohl. Also Sie haben ja auch was. Sie haben ja auch ein bisschen was. Ich dachte nur, wir nur hier. Also immer zugreifen. Prost. Wie gesagt, ich kenne dich als jemand mit einem bemerkenswerten Durchsetzungsvermögen. Ist dieses Durchsetzungsvermögen das Erbgut eines verwöhnten Einzelkindes? Nein. Dem jeder Wunsch erfüllt wurde. Ja, nee, gar nicht. Ich bin das vierte Kind von vier und musste mich eigentlich gegen meine Geschwister natürlich ganz normal wehren und habe das auch immer getan. Habe außerdem eine lange Zeit unter dem Spitznamen Negerlein leiden müssen und habe eigentlich wirklich unter dem Spitznamen Negerlein, weil ich also... Ja, weil ich von Natur aus wirklich also schwarze Haare habe, im Sommer immer sehr braun bin und war eben... Und hat ja Locken und war halt so wahnsinnig niedlich immer als Kind. Und dann irgendwann kamen die Kinder drauf und haben gesagt, das ist ein Negerlein. Also, und das hat mich wahnsinnig geärgert. Und da kannst du entweder nur eins dich verstecken oder du kannst kämpfen. Und da habe ich halt gekämpft. Und gegen meine Geschwister, ich meine, es war nicht so, dass wir da nun jeden Tag gerauft haben, aber natürlich geht es eigentlich in einer großen Familie doch ganz schön bunt zu. Und wenn man die Jüngste ist, muss man einfach mittun. Ja, normalerweise sagt und man doch, Nesthäkchen, die dürfen alles und die werden verwöhnt. Und ja, ich durfte schon einiges, aber dann hat meine größere Schwester dann wieder gesagt, das kriegst du, warte, wenn du draußen bist. Also wenn die Mutti gesagt hat, ach lass sie doch, haben die anderen schon schmale Augen gekriegt und gedacht, naja, warten und morgen Nachmittag passiert's dann. Na, ich habe schon ein paar Watschen gefangen, so ist es nicht. Also ganz am Anfang, da muss das mit dem Durchsetzungsvermögen so nicht ganz geklappt haben, denn... Ich habe es zwar kaum geglaubt, aber es gibt eine Behauptung von dir, du hättest als Kind einen besonders ausgeprägten Wunsch gehabt, du wolltest Metzger werden. Ja, das kommt daher, mein Onkel ist Metzger, mein Großvater war Metzger, mein Onkel ist Metzger. Und da war ich also in der Metzgerei und wollte nicht Metzger werden. Ich wollte Würste machen, weil das Schlachten fand ich wirklich schrecklich. Das war furchtbar. Bin ich also am Montag, Dienstag war die gefährliche Zeit bei meinem Opa. Ja. Da bin ich also immer, habe ich geschaut, dass ich ja aus dem Haus komme, weil die haben natürlich zum Spaß die Metzgergehilfen, haben da Späße gemacht, haben mich versucht in das Schlachthaus zu locken. Und das fand ich also wirklich ganz schlimm und das war schrecklich. Aber Würste machen, Weißwürst machen und Wiener machen und so, das konnte ich also dann mit der Maschine, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und da wurden die auch so gedreht, verstehst du? Da war ich also ganz, ganz toll schon. Ja. Aber Wursterin, Metzgerin nicht. Das ist vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Wursterin heißt, aber ich glaube. Es ist zumindest ein sehr schönes Wort. Und im Bratrühren, es gibt so ganz darauf, große Maschinen und das sind so Messer und wenn zum Beispiel ein Bierschinken gemacht wird, ist erst einmal dieses Kalbsbrat oder was da immer drin und dann werden diese Würfel und dann muss man aber immer noch so ein bisschen mitgraben, damit es wirklich sich schön vermengt. Und das war schon, war nicht schlecht. Machst du das heute auch noch ab und zu? Also ich wenig, aber zum Beispiel der Benjamin, der mag tatsächlich gern Teig kneten. Der mag auch wahnsinnig. Und der Alexander, der steht im Dreck bis hier. Also wir haben das, der Kleine. Der Benjamin ist der Erstgeborene, ja. Nee, ich habe deswegen gefragt, was glaubst du, wie vielen Leuten die Wurst besser schmecken würde, wenn sie wüssten, die Uschi hätte davon... Rumgerührt. Da ein bisschen noch rumgerührt in dem Brät da. Es gibt Kinder, die werden von ihren Altersgenossinnen, das ist also kein schönes Wort für dich, ich weiß es, geliebt oder sogar schon bewundert. Also so ein bisschen klang schon an. Man hat dich genannt das Negerkind. Negerlein. Das Negerlein. Wie war das nun bei dir? Wann fing das an, dass du so eine Art, ja, überhaupt Einzelgängerin geworden bist? Oder bist du eine besondere Richtung dann gegangen? Ja, eigentlich noch in Landau. Und während ich zur Schule ging, habe ich mich eigentlich wirklich gut, glaube ich, eingefügt. Und ich war in der Klasse... Würde ich sagen, es hört sich zwar ein bisschen blöd an, aber ich glaube, eigentlich einigermaßen beliebt, weil ich Eigenmordsteifel war und immer zu jedem Mist aufgelegt. Und das ist schon sehr gut. Manche Lehrer mochten mich gerne, manche mochten mich überhaupt nicht. Und habe mich also viele Jahre, würde ich sagen, doch eigentlich
ganz normal verhalten und habe aber dann irgendwann gespürt, ich muss aus der Stadt raus und ich möchte nach München gehen. Ich möchte einfach irgendwas anderes probieren. Ich möchte einfach nicht eine gewisse vorgegebene Linie, die einfach, vor allem wenn man eben so geborgen ist, wie wir also waren in unserer Familie, eine Familie, die also jedes Wochenende miteinander war und so. Also unheimlich viel Geborgenheit habe ich erlebt und das auch genossen. Aber irgendwann habe ich das Gespür gehabt, ich möchte raus und möchte einfach einmal für meine vier Wände allein verantwortlich sein. Und nichts auf der Welt konnte mich halten. Also es war auch so, dass mein Vater gesagt hat, Uschi, und auch die Mutti natürlich, überlegst du, und was hast du denn davon? Und Mensch, warum muss man denn hier? Ist doch alles. Es war alles da und es war alles wunderbar. Aber trotzdem, ich wollte einfach einmal sehen, ob ich mir meine Semmel selber kaufen kann. Und ich muss dazu zugeben, dass es von Anfang an gar nicht so einfach war. Es war nicht so, dass ich jetzt nach München ging und gesagt habe, okay, ich muss sagen, wenn der 15. kam, da war ich sauber im Schleudern. Und habe also wirklich oft vom 15. bis zum Ende eigentlich nur von Semmeln gelebt und von einer Tüte Milch. Und habe dann immer schon irgendwelche Kollegen angepumpt. Und dann hast du schon, wenn der Erste war, hast du erstmal wieder die Schulden wegbezahlt. Da war schon wieder fast nichts übrig. Es war grauenvoll. Und an die schönen Würste vom Großvater gedacht. Ja, aber ich meine, dann zum Beispiel einzugestehen und sagen, Mensch, ich weiß nicht weiter. Und das war also überhaupt nicht in meinem... Also ich meine, immer wieder habe ich gedacht, ach komm, jetzt tue ich so, als ob ich eh wieder heimkomme und so. Und aber trotzdem, das habe ich mir nicht zugestanden. Ich habe also wirklich, ich wollte da unbedingt durch und... Was hast du denn zuerst dann in München gemacht? Ich war in München erstmal Sekretärin. Ich habe gearbeitet. Schreibmaschine. Ja. Ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung. Ich habe Buchhaltung auch gemacht. Habe Lohnabrechnungen gemacht. Und darauf bestand Gundel. Der Papa, weiß ich, ne? Ja, genau. Der Vati wollte immer, dass was wir... Was war dein Vater? Mein Vater ist Buchhalter. War Buchhalter? Ja. Und er hat gesagt, Zahlen, zusammenziehen, rechnen, das muss man können. Genau, das muss man können. Soll und haben muss man unterscheiden. Aber irgendwann muss also doch dann die kleine Uschi gekommen sein und hat gesagt, Papa, Papi, Vater, was hast du gesagt? Vati, sagen wir. Vati. Ich möchte eine Schauspielerin werden. Nein, das habe ich nicht gesagt. Hat denn der Schlag getroffen? Das habe ich nicht gesagt. Nee? Der hätte den Schlag getroffen. Nein, das war ja viel komplizierter. Die ganze Geschichte kann ich nicht erzählen, aber irgendwann zu meinem ersten Film gefahren. Und das war also für mich so, als ob jemand sagt, Sie können morgen einsteigen in eine Fähre und dann fliegen Sie zum Mond. Also so war das. Also ich habe es nur meiner Freundin gesagt und die hat immer gesagt, Uschi, es macht sich jemand einen ganz brutalen Scherz mit dir. Oh. Du wirst sehen, es endet schrecklich. Es ist irgendwie, und ich habe auch immer gedacht, Mensch, vielleicht macht sich einer einen Scherz. Nur dachte ich immer, so viel Mühe, so viel Aufwand, weil ich musste nach Hameln fahren. Ich wusste also, Hameln, Gott, der Rattenfänger von Hameln, das wusste ich von der Stadt, sonst wusste ich nichts. Und dann haben die gesagt, ja, also nehmen Sie sich da einen Zug und dann fahren Sie dahin. Und dachte ich mir, warum schickt mich einer gleich bis nach Hameln, um einen Witz zu machen? Ich fand das also einfach zu weit. Ja, es hätte ja auch einer sein können, der sich eine Ratte einfangen will. Ja. Zum Beispiel, ja, genau. Naja gut, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann mal mit dem Zug nach Hameln gefahren. Und tatsächlich, und da stand ein ganz wichtiger Mann, den du auch kennst, der Herr Kerz, der war Aufnahmeleiter und der hat natürlich überhaupt meine Aufregung nicht gesehen, gar nichts. Der hat nur gesagt, Sie sind Frau Glas, kommen Sie mit, hier ist ein Hotel, haben Sie hier ein Drehbuch, hier haben Sie ein Kostüm. Ja. Ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist los, was ist wer, wo ein Drehbuch? Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Drehbuch in der Hand gehabt und ich muss sagen, ich dachte, ja was? Wo steht da was? Weil ich meine, heute schlage ich es auf und weiß das. Aber das ist wirklich wie jemand, wenn man das erste Mal ein Drehbuch in der Hand hat, da habe ich wirklich Panik gekriegt. Ich meine, jetzt, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt gleich dem Herrn Kerz sagen, dass ich keine Ahnung habe? Und so, und dann habe ich erst mal gedacht... Aber das kam alles ohne Ausbildung eigentlich. Ohne Ausbildung, vor allem niemand zu Hause wusste eine das. Eine Autodidaktin. Und dann habe ich von Hameln aus angerufen... Und die Mutti war Gott sei Dank am Telefon und dann habe ich gesagt, Mutti, ich bin in Hameln. Und Mutti sagt, um Gottes Willen, was machst du in Hameln? Soll ich mal einen Film? Oh, sagt die Mutti, nee, das sagst du Vati selber. Da kam also mein Vater ans Telefon und dann habe ich es dem nochmal erklärt. Der hatte überhaupt natürlich gesagt, wo bist du? Wieso in Hameln? Warum ist man denn in Hameln? Weil man denkt ja auch nicht, dass in Hameln ein Film gemacht wird. Mhm. Weil man denkt ja immer, das muss eigentlich irgendwas. Berlin, Hamburg, Köln, München. Und so. Nicht Hameln und so. Aber es war in Hameln eben. Und dann war mein Vater gar nicht begeistert. Entschuldigen Sie, liebe Hamelner. Nein, gar nichts gegen Hameln. Aber ich meine, wenn man aus Lande an der Isar kommt, und bitte auch nicht böse sein in Lande an der Isar, dann ist einfach, man denkt, Filme werden gedreht, ich weiß nicht wo. Ist das nicht wahr? Naja. Und man wirklich, wenn ich auch oft hier Leute treffe, dann sagen die, so machen sie das. Ah, das habe ich ja nicht gedacht. Das ist oft so, man denkt, das ist was ganz, was Tolles. Und man ist immer nur in Studios und die Lampen und die Kameras. So ist es gar nicht. Ist eigentlich ganz einfach. Aber damals war es noch was ganz Außergewöhnliches, ja, vor dem du Angst gehabt hast. Da muss es doch irgendjemanden gegeben haben, zu dem du vielleicht hättest gehen können und sagen, also wie macht
kompetent ist? Oder? Ja, ich habe da jemanden, der dir geholfen hat? Also Hauptdarsteller waren Karin Dohr und Harald Leibniz und Dieter Eppler und also toll. Und dann waren ein paar ganz neue dabei. Das war die Uta Levka, die hat allerdings schon ein paar Filme gemacht. Dann war es die Susanne Tschau, die Frau von Harald Juntke und Dunja Reiter und ich. Wir haben den allerersten Film alle gemacht. Also wir waren so Internatsmädchen. Und ich saß da vor dem Drehbuch und dachte mir, oh Gott im Himmel, was mache ich denn? Und dann war der Siegfried Lowitz, der spielte auch mit. Und dann habe ich gedacht, der schaut so aus, den könnte ich fragen. Und dann habe ich mich da an den Rang gepirscht und habe gesagt, Sie entschuldigen Sie tausendmal, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. War er nett? Ja, er war sehr nett. Und er hat gesagt, das Einzige, was du machen musst, du musst diesen Text lernen und wenn man dir in der Nacht reinsticht, dann musst du gleich sagen, den ganzen Text runter. Ich dachte, also das lernen, das kann ich ja wenigstens. Und dann habe ich das erstmal gemacht, habe den Text gelernt, dass man mir wirklich reinstechen hätte können. Ich hätte den ganzen Text von hinten bis vorne, ich meine, 5 Sätze habe ich gehabt, eh nicht viel. Aber es ist eine Todesangst, sage ich Ihnen. Kannst du dich denn an die Sätze noch erinnern? Nee, das weiß ich nicht. Weiß nicht mehr. Wir können mal den Film ausgraben, wenn du willst. Nein, Zuspielung machen wir nicht. Eingespielt wird Gott sei Dank nicht. Eingespielt wird nicht. Denn meine Partnerin in einem Wallace-Film damals, du wissen ja, ich habe so ein paar von den Dingern gemacht, also dieser Partnerin trachteten Krokodile nach dem Leben. Die lag in so einem Graben da unten drin und die Krokodile kamen und rissen die Mäuler auf und die Zähne standen darauf. Und ich hatte also wirklich Angst, es war ein besonders hübsches Mädchen, ein Starlet damals. Und wie ich gesehen habe, also dass diese Krokodile diesem entzückenden Kind da nach dem Leibe trachteten und sich da so ein hübsches Frühstück vorstellten, da habe ich gedacht, jetzt muss ich einschreiten. Dieses hübsche Mädchen hieß Uschi Glas. Weißt du noch, wo das war? Ja, das war im Aquarium in Berlin. Berlin im Aquarium, und da hatten die doch so ein Bambusgestänge gehabt, das auch noch gewackelt hat. Das war wirklich, also, das war schon, nee, es war nicht angenehm, die Viecher da alle. Aber damals merkte man natürlich, wenn so ein Starlet, ein besonders hübsches junges Mädchen, allerdings sofort spürbar auch mit Köpfchen da in die Gegend kam, dann ging immer so ein Raunen durchs Studio, nicht? Dann ein männliches Raunen. Und sowas. Und da dachte ich mir, diese Assoziation mit den Krokodilen, die ist gar nicht so unpassend. Da waren ja natürlich auch andere Krokodile unterwegs. Und damals redete man dann sehr viel darüber und sagte, na, wollen wir mal sehen, wie weit dies bringt. War das ein Problem in deiner Karriere? Eigentlich, die zweibeinigen Krokodile? Ja, eigentlich nicht. Die Branchenhaie? Die Branchenhaie. Eigentlich war es kein Problem, weil ich war so naiv zum Teil, dass ich, wenn mich jemand wirklich verehrt hat und das noch eigentlich, was weiß ich, halbwegs verpackt hat, dann habe ich das einfach nicht gemerkt. Und das ist die Wahrheit. Ich weiß, neulich habe ich meinen Kollegen getroffen, der sagt, mein Gott, du, wenn du angekommen bist, da habe ich mir gedacht, jetzt ist die Uschi wieder da. Und ich sage, du spinnst, das kann doch nicht sein. Der sagt, ich schwöre dir, ich habe es wirklich nicht gemerkt. Und ich glaube, dass ich mit meiner ganzen Art ja nicht so, also wenn du auch sagst, vielleicht habe ich einer gemacht, also ich kann mich da ehrlich gesagt nicht so besonders dran erinnern und ich, so bin ich ja nicht. Also sagen wir das mal. Also wie finden Sie das? Oder? Nein, ich bin nicht so der Typ. Ich frage jetzt mal gar nicht die Damen, die Herren. Mach mal. Keiner? Ui, einer. Ja, guck mal hier, das ist eine Ovation. Na, ich habe damals, dann muss ich also auch zu den Blöden gezählt haben, die das... Die gepfiffen haben, nein. Doch. Woher nahm damals die Unerfahrene, wir müssen ja immer einen kleinen Sprung machen, den Mut, sich gegen den Rat vieler, also es geht dann ganz normal, dann kommt ein Agent und sagt, aha, da ist ein Talent und mit der kann man was verdienen und jeder Film wird ja nur dazu gemacht, nicht nur, dass er den Menschen gefällt, sondern dass er ein bisschen Geld einspielt. Das war wohl alles da und jeder hat auch ganz klar gesehen, da wächst etwas heran vor einer Kamera, was bei uns in Deutschland nicht so sehr gesegnet ist. Und dann hat man da so einen kleinen Schatz in der Hand, von dem man hofft, dass der irgendwann mal das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann kommen viele Berater, die wissen immer alles ganz genau. Erstaunlich an deiner Karriere ist, dass immer dann, wenn erfahrene Menschen in Anführungsstrichen kamen und haben dir etwas dringend geraten, nicht zu tun, dann hast du es eigentlich meist immer getan und recht behalten. Woher damals zum Beispiel der Mut, gegen den Rat so vieler Erfahrener das Angebot von Peter Schamoni anzunehmen, einem damaligen Schwabinger Jungfilmer,
das Schätzchen zu machen, wo viele gesagt haben, oh Gott, wenn sie das macht, dann ist eine beginnende Karriere eigentlich so gut wie zu Ende. Ja, dann geht es den Weg des Üblichen, Klamotten ausziehen, herzeigen, genau, was man hat. Und sie hat was herzuzeigen. Woher kam diese... Ja, warum man das, warum man sich entscheidet oder zum Beispiel warum ich diesen Film unbedingt machen wollte, das weiß ich nicht so. Ich habe mit der May Spiels gesprochen. Mhm. Die May hat Regie geführt und die May ist also wirklich ein zartes Persönchen, ganz eigentlich zerbrechlich. Und die sprach mit mir und plötzlich denke ich mir, sag mal, warum redet denn die eigentlich immer mit? Da denke ich mir so und plötzlich denke ich, ah, die führt Regie. Und das war so eine, das war so viel Kraft in dieser Frau, in diesem Mädchen eigentlich, dass ich gedacht habe, mit der möchte ich wirklich arbeiten. Das war unheimlich stark. Und dann der Peter Schamoni, der produziert hat, der hat also auch die Karten ganz klar am Tisch gelegt und gesagt, Mensch, wir haben eigentlich haben wir kein Geld. Und wir können deswegen auch nur schwarz-weiß drehen, weil eben für Farbe gar kein Geld da ist. Und das hat mich, ich habe irgendwie gespürt, ich muss diesen Film machen. Warum? Im Nachhinein haben natürlich alle gesagt, mein Gott, warst du clever. Und das kann man so nicht sagen. Es war ein Glück, sicher auch. Mhm. Nun hat natürlich dieses zur Sache Schätzchen ganz bestimmte Ingredienzien gehabt, von denen ich weiß, dass es dir oder dass es kaum irgendetwas gibt, was dir mehr gegen den Strich geht, als dich vor der Kamera auszuziehen, ja, zum Beispiel. Nun gehörte das ja auch mit dazu. Ja, das gehörte auch dazu. Das war nun aber so, ja, ein Limit, eine Grenze, die du zu überschreiten nicht geneigt bist. Das war ja bei aller Freizügigkeit, bei allem Charme, das es hatte, war es ja noch dezent. Ich würde sagen, da war ich angezogen. Weil, ja. Aber man muss dazu sagen, dass in der Zeit das Ausziehen, also eigentlich... Die Grundbedingung überhaupt war, dass du zumindest einen modernen oder einen jungen Film gemacht hast. Und bei den Diskussionen ging es immer nur darum, dass die Leute sagten, ja wieso, machen Sie, Sie sind doch ganz gut gebaut. Und ich weiß gar nicht, dass du aber irgendwie von innen her sagst, ich kann es nicht und ich mag es nicht. Und für mich, nur für mich, nicht für irgendjemand. Mir ist es ganz egal, was andere machen. Und wenn man sich wohlfühlt, sollte man das ruhig machen. Nur wenn man sich nicht wohlfühlt in einer Rolle, egal was man da zu spielen hat, ob man sich nun auszieht oder irgendwas macht, dann sollte man halt sagen, nein, danke. Und ich habe zu der Zeit sehr viele Filme verloren. Also es war nicht so, dass ich nun von einem Film in den nächsten gesprungen bin, sondern ich saß wirklich da und hatte nichts zu tun, aus dem Grund. Mhm. Und wieder bei Schätzchen war es genauso, da war ja auch geplant eben, dass dieses Mädchen sich auszieht. Und ich habe die May Gott sei Dank auf meine Seite reißen können und ihr bewiesen, dass das nicht den Erfolg ausmachen kann. Ich wusste zwar nicht, dass es dann natürlich so war und alle gesagt haben, Mensch, clever du, diese Corsage, sei mal lieb. Das nicht, ich habe nur gezeigt, dass die Szene genauso stark ist, wenn man eben etwas drunter hat. Du hast völlig recht gehabt, denn ich meine, keine Frau ist so gut ausgezogen wie die, die gut angezogen ist. So ist es. Und ich glaube eben, ich meine, wie ein Mensch nackt ausschaut, das weiß eher jeder, ne? Oder? Oder nicht? Ja. Dieser Film wurde ein Riesenerfolg. Immer wenn man einen solchen Riesenerfolg gemacht hat, dann ist der Anschluss sehr schwer. Mhm. Denn das weiß jeder von uns, der lange genug in dem Beruf ist, so einen Hit zu kriegen, so was Besonderes zu kriegen. Dann meint man, das läuft ab jetzt immer so weiter und dann stellt man plötzlich fest, es ist ein Glücksfall, wenn man Buch, und es muss ja so vieles zusammenkommen. Ja, die Regie muss stimmen, das Buch muss stimmen, das ganze Team muss stimmen, die Zeit muss stimmen, in der der Film herauskommt. In den späteren Rollen hat man bei dir das Gefühl gehabt, ging es immer auch ein bisschen nach dem Motto, entweder nach meinem Kopf oder gar nicht. Stimmt es? Ja, ich habe mich eigentlich nie überreden lassen. Also entweder mache ich etwas und dann mache ich es 100%. Und wenn es dann zum Beispiel auch in den Augen von anderen Menschen ein Schmarren war oder irgendwas, das ist mir dann egal. Weil dann sage ich, ich stand dahinter. Und es war zwar für den und für den und für den ein Mist, aber ich persönlich habe es aus dem und dem Grund gemacht. Und ich finde es für mich trotzdem gut. Wobei ich also nicht sage, da darf man nicht kritisieren dran. Aber ich mache nichts halbherzig. Und wenn es dann auch noch in die Hosen geht, dann nur sagen, oh, erinnere mich nicht an das, das ist ja schrecklich. Nur wenn man dahinter stand und es ging schief, dann kann ich sagen, habe mich verkalkuliert. Mhm. Ich finde halt ganz wichtig ist, dass man das, was man tut, hundertprozentig macht. Dann kann es immer noch verkehrt sein. Aber wenigstens ich selber muss mal sagen, ich mache meinen vollen Einsatz. Mhm. Hast du mit dieser Einstellung dann mehr gemacht oder mehr nicht gemacht?
ich habe mit der Einstellung eigentlich dann doch viele Filme gemacht, die so eigentlich auch, wie soll ich sagen, belächelt wurden. Weil ich habe zu der Zeit doch diese Paukerfilme gemacht, zum Teil Komödien gemacht, Kriminalfilme. Und es war also rein vom künstlerischen Standpunkt her, waren es bestimmt nicht hochtrabende Filme, ganz bestimmt nicht. Die waren nur wirklich gut gemacht, professionell gemacht und haben ihr Geld wieder eingespielt, was heutzutage ja nicht so wichtig ist. Heute darf ein Film sehr viel Geld kosten und wenn es nicht einspielt, dann zahlt es der Steuerzahler, das ist egal. Zu der Zeit war das noch anders. Die Filme wurden gemacht und man musste an der Kasse, wurde abgerechnet, ob ein Film nun sich gelohnt hat oder geht oder ob wieder Geld reinkommt, damit wir einen neuen machen können oder nicht. Und ich muss sagen, diese Filme, ich wusste genau, dass die nicht auf einem besonders hohen Niveau stehen. Und trotzdem, die Arbeit selber, die war wirklich professionell. Und das, dahinter stehe ich heute noch. Okay. Und ich wäre vielleicht zu der Zeit traurig gewesen, wenn nebenbei super Filme gemacht worden wären in Deutschland, wo ich gesagt hätte, Mensch, den Film, den hätte ich auch gern gemacht. Und mich wollen sie nicht. Aber eben, und mich nehmen sie nicht. Ich kann nur das da machen. Also. Aber es wurde zu der Zeit eben sehr viel experimentiert und es kam leider Gottes nicht sehr viel raus. Und deswegen bin ich auch mit diesen Filmen, auch dass man sagt, zum Beispiel, da gab es so Geschichten, damals bekam ich wirklich wahnsinnig viel Post, damals war also ein ganz anderes, eigentlich nur eine Zeit, man redet schon, als ob das 1920 gewesen wäre, aber es ist halt schon eine Zeit lang her. Da sagten zum Beispiel viele Erwachsene, in ihre Filme kann ich meine Kinder schicken. Das ist eben für mich zum Beispiel auch was gewesen. Das kann man zwar drüber lachen und sagen, ist mir egal. Mir war es nicht egal. Mir war zum Beispiel, da habe ich zumindest eine gewisse Aufgabe bedient oder erfüllt, wo man sagt, okay, das ist eben auch etwas, dass die Leute sich in gewisser Weise auf mich verlassen konnten und sich verlassen können. Und das ist, ich sehe da auch eine gewisse Aufgabe, gerade wenn man nicht nur Schauspieler ist, ich meine, es ist nur nicht abwertend, sondern wenn man auch zu einem Art Idol avanciert oder eben sogar mehr das eine ist als das andere, was jetzt Kollegen, wenn das hören, werden wahrscheinlich ganz zufrieden sein, wenn ich das sage, dann hat man eine gewisse Aufgabe auch. Dann hat man einfach, dann kann man nicht sagen, ist mir alles wurscht, ich schmeiß alles über die Rampe, ich mache einfach einmal dies, einmal das. Ich glaube schon, dass man eine gewisse Verpflichtung hat. Den Treuen gegenüber. Weil du gerade gesagt hast, Idol, das könnte so ein bisschen den Touch haben, dass man sagt, oh Gott, die kam sich als Idol vor. Ich muss Ihnen dazu sagen, liebe Zuschauer, ich halte das sogar für eine Form von Bescheidenheit. Denn darunter kann man auch verstehen, dass man sich als Idol verkauft fühlt. Heißt, es wird nicht so sehr die schauspielerische Leistung betrachtet, sondern diese Persönlichkeit, diese Figur, dieses Image, das da in jemanden hinein und dann steht da jemand so aussehend, das tun und so und so. Ich möchte die Uschi davor bewahren, dass sie als hochnäsig und sich selbst als Idol. Das würde mir also sehr leid tun, wenn man das so verstehen würde, weil gerade darunter habe ich sehr gelitten, dass die Leute sagen, die ist ja ganz niedlich und auch ganz nett und so, aber Schauspielerin, also immer, dass man das auch so drängt, dass man eigentlich jemandem böse ist, wenn er erfolgreich ist, da hat man mich zum Teil eigentlich sehr getroffen und sehr gekränkt eigentlich, doch immer wieder. Also das tut dir dann einfach weh, wenn du sagst, ja und, das eine kann mit dem anderen auch zu verbinden sein. Ne? Richtig. Und aber es betrifft nicht die Leute, es betrifft eigentlich so ein bisschen mehr unsere Branche. Halt. Die Bestätigung ist ja aber in der Zwischenzeit da. In der Zwischenzeit ich kann mich nicht beschweren. Zerbricht sich also keiner den Kopf, ob es sich hier um eine Schauspielerin oder nur um eine hübsche Larve oder sonst irgendetwas handelt. Aber das Leben der Uschi Glas ist frei geblieben von Skandalen, nicht aber von Schlagzeilen. Mhm. Und eine dieser Schlagzeilen ging, um was wohl, um das uneheliche Wunschkind im Jahre 1976. War das auch eine Art von ganz klar mit dir selbst ausgemachter Weltanschauung? Eine Weltanschauung? Nein. Nicht. Gar nicht. Und zwar, weil ich, das wurde mir eben oft dann auch wieder so hingestellt und gesagt, aha, jetzt macht's ganz was anderes. Jetzt will sie mal zeigen, dass sie also auch eine ganz Emanzipierte ist und die braucht keinen Mann. Das war's eigentlich gar nicht. Der Bernd und ich, wir haben uns das Baby gewünscht und eigentlich die Zeit ist uns davongelaufen und plötzlich war auch um uns herum waren wahnsinnig viele Menschen, die gesagt haben, also das könnt ihr nicht machen. Und plötzlich war nur noch das Thema und auch die Frage, ob man so etwas machen kann. Was meinst du? Kein Mensch hat gefragt, dass man nicht heiratet. Ach so. Kein Mensch hat gefragt, geht's dir gut? Also, ja. Aber die Leute waren wahnsinnig, eigentlich sehr viele Menschen waren also unheimlich
dahinterher. Nun, besorgt also, um deinen besorgt, Ruf? Oder ja, und haben eben dann gerade wieder Leute eben aus unserer Branche, die dann gesagt haben, damit machst du dir deine Karriere kaputt. Und das sind zum Beispiel Sachen, solche Konzessionen mache ich nicht an meinem Beruf. Ich liebe meinen Beruf sehr, würde keinen anderen Beruf mehr wollen. Und du weißt, ich habe ein bisschen rumgesucht vorher. Ich war eben Sekretärin und war also auf der Suche nach was. Diesen Beruf möchte ich nicht hergeben und nicht tauschen. Aber Konzessionen an mein Leben machen für den Beruf, das würde ich auf gar keinen Fall. Das kommt nicht in Frage. Und wenn mir einer sagt, du kriegst jetzt ein Baby und ich kriege so eine Wurstel, das ich mir lange gewünscht habe, und deswegen müsste ich jetzt irgendwas erfüllen, damit mein Beruf weitergeht. Also da muss ich sagen, da hört für mich jede Diskussion auf. Jede. Da wäre ich dann stur. Da wäre ich wirklich stur und sage, okay, wenn es so sein soll, dann soll es bitte so sein. Weil das mag ich nicht, sowas. Mhm. Überhaupt nicht. Ich dachte, es kommt noch einer hinterher. Noch einer hinterher. Das ist so wie, werde ich ja gleich narisch, weißt du. Wenn man mir oft sagt, du lässt deine Gäste nicht ausreden. Ich dachte, jetzt war es gerade so, ach, schön im Mund. Nee, ich habe schon gesagt, der andere Beruf. Ja, jeder Schauspieler hat irgendwann das Gefühl, er muss ein zweites Bein auf einen Boden stellen. Das hast du schon lange vorher getan. Ich meine jetzt, vor dem Benjamin hast du eine Kinderboutique in München eröffnet. Wieso gerade das? Ja, weil Kinder mochte ich immer schon gern. Kinder waren immer mein Hauptthema. Mhm. Und ich habe mir immer Kinder gewünscht. Ich habe immer gedacht, das war das Einzige, was mir wirklich wünsche und wozu man ja wenig Einfluss hat, wo man ja nicht sagen kann, wenn du jetzt zum Beispiel kein Baby kriegst, was machst du dann? Du kannst nicht erfolgreich im Beruf sein, das kann ich machen. Aber ein Baby zu kriegen, das ist... Kannst du nicht allein. Alleine, aber jemanden finden, das ist noch nicht einmal. Aber das kann ja ein Schicksal sein. Davor habe ich mich zum Beispiel wirklich gefürchtet. Das ist für mich eine... Weil Glück zu haben, eben beispielsweise dieses größte Glück, das kannst du, was sollst du machen? Das kann halt sein, dass es nicht geht. Und deswegen, Kinder waren für mich also immer ein ganz, ganz großes Problem und eine Sorge eigentlich. Und irgendwann kam einmal irgendeiner zu mir her und sagt, Mensch, das Kinder, sag mal, warum machst du eigentlich nicht Mode? Du bist so angezogen immer und du verstehst doch was. So, es interessiert mich nicht Mode, aber ich würde einen Kinderladen, würde ich gerne machen. Und da habe ich, eigentlich, das hört sich zwar jetzt so an, als ob man da Kinder verkauft oder sowas, gar nicht. Ich wollte einfach irgendwas mit Kindern, wenn es wenigstens die Kleider sind, zu tun haben. Und dann kam also auch ganz einfach eine Wette dazu, weil ich gesagt habe, ich würde einen Laden machen, aber kriegst du in München nie im Leben einen Laden, es sind doch alle Läden eh voll. Und dann hat er gesagt, kriegst du einen Laden, brauchst du nur inserieren. Ich habe gesagt, okay, ich inseriere und wenn ich einen Laden finde, mache ich das. Habe ich inseriert, habe einen Laden gekriegt, habe ich es gemacht. 69, glaube ich, war das. Naja. Und der Laden, gibt's aber jetzt ein bisschen Reklame? Ja. Nein. Läuft er? Läuft er nicht? Läuft. Läuft. In der besten Lage Münchens? Jetzt wissen Sie es bald an. Wenn er noch was sagt, sage ich die Adresse. Eine Zeit lang gab es etwas ganz anderes bei der Uschi Glas, nämlich ein klares politisches Engagement. War das hilfreich? Nein. Oder eher nicht? Das kann ich gleich sagen, nein. Es war überhaupt nicht hilfreich. Es war, für mich war es sehr interessant. Für mich persönlich als Erfahrung war es hilfreich. Aber für mich als Schauspielerin hat es mir geschadet. Und zwar richtig. Mhm. Und zwar war das ja zu dieser berühmten Zeit, das ist ja ein paar Jahre her, 68, ne? Nein? Moment. Ich weiß es war nicht. 70. Genau. 68? Ja, 68, glaube ich. Also auf jeden Fall. Da wieso wissen Sie es so genau? Haben Sie sich damals gefreut oder geärgert? Ich bin gewählt. Ich könnte jetzt ganz schnell, bin nur zu nervös, um schnell zurückzurechnen. Jetzt wird er ganz rot. Er hat sich gefreut. Nein, ich muss dazu sagen, ich finde, normalerweise finde ich, dass Schauspieler ihren Namen nicht benutzen sollten, sich politisch zu engagieren. Das ist grundsätzlich meine Meinung zu der Sache. Nur zu der Zeit war das plötzlich so eine wahnsinnige Mode. Und ich habe viele Kollegen und Kolleginnen gehabt, die nicht einmal die Idee von Ähnlichkeit oder Ambitionen haben, mit einer Partei, wie beispielsweise damals, also die SPD, auch nur in Ähnlichkeit zu leben. Also ich kenne sehr viele Kollegen, die gesagt haben, das mache ich, weil das wirkt gut, das macht sich gut. Aber insgesamt nicht damit, wahrscheinlich nicht einmal, also sowieso nicht gewählt haben, aber auch damit eben überhaupt keine echte Auseinandersetzung hatten. Also einfach nur getan haben, gesagt, das machen wir jetzt, weil das ist toll, das ist irgendwie jung. Schick. Und zu der Zeit war das auch alles so rebellisch da in ganz Deutschland, Berlin und in München war ja die Hölle los.
Und das hat mich ehrlich gesagt geärgert. Und da hat mich also irgendwann mal jemand angesprochen und da sage ich, nee, ich stehe halt auf der anderen Seite und habe auch den Mut, das zu sagen. Und habe ehrlich gesagt halt nur gesagt, ich stehe da. Okay, so, da gehe ich irgendwann in Hahnhof mit jemandem und da buhen die alle in dem Hahnhof. Und ich denke mir, wer kommt denn da, was ist denn los da? Und plötzlich denke ich mir, ach, ich bin das, ich löse das aus. Mhm. Und da war ich ehrlich gesagt so erschrocken und so tief erschüttert erst einmal, dass das überhaupt möglich ist, weil ich habe gedacht, na und, jetzt haben die ihre Meinung gesagt, jetzt habe ich meine Meinung gesagt, was ist da so schlimm? Und dann ist es mir noch einmal passiert. Und dann muss ich sagen, die ganze Zeit war das auch in der Branche eigentlich zum Teil fast ein Amoklauf. Und ich habe daraus gelernt, dass die Intoleranz, also in einem Maße noch groß geschrieben wird, dass ich, da fehlen mir die Worte. Das finde ich also nach wie vor unmöglich. Dass man eigentlich zwar mit dem Strom schwimmen darf, wenn eh alles so läuft, dann kann man schon einmal sagen, ich auch. Ja? Aber wenn man dagegen sagt, dann ist es ganz schön mutig. Also ich finde, dass wenn man sich das sparen kann, ohne dass man feige ist, sollte man sich das sparen. Ich würde heute zum Beispiel Kollegen das nicht raten. Weil ich weiß definitiv von Sendern, die gesagt haben, oder von Redaktionen, die gesagt haben, die kommen nicht mehr rein zu uns. Mhm. Und da muss ich sagen, da fehlt mir alles dazu. Das finde ich einfach schwach. Weil was mache ich aus? Ich mache es gerade nicht gut. Als Sohn Nummer 2 unterwegs war, dann hast du denn auch Vater von Sohn Nummer 1, den Bernd Tewaak, nun doch geheiratet. War das nun aus Überzeugung oder war das lediglich das Ende einer relativ langen Probezeit? Ja, das wäre übertrieben, weil ich glaube, wenn man sich entschließt, mit einem Mann ein zweites Baby zu haben, ist, glaube ich, von Probezeit oder sowas kann gar keine Rede sein. Wir haben unter einem Dach gelebt schon sehr lange. Wir sind jetzt 10 Jahre zusammen, wir gehen ins 11. Jahr, also wir sind eh schon ein uraltes Ehepaar eigentlich. Und für uns beide, für den Bernd und für mich, war eigentlich dieses Unterschreiben, nur irgendeinen Zettel unterschreiben, eigentlich keine besondere Sache, weil das, wenn man eh zusammenlebt, ob man da noch, also ich muss sagen, nach wie vor, ich weiß nicht, was einem da, gefühlsmäßig ändert sich doch nichts, es ist doch wirklich nur ein Stück Zettel unterschreiben, aber eben ganz entscheidend war wirklich der Alexander, weil man halt mit 2 Kindern, also erstmal abgesehen davon, dass wieder alle gesagt hätten, das ist ja schrecklich, diese unmoralischen Schauspieler da, was die alles machen. Also das ganze Ding hätte ich nicht mehr ausgehalten und habe mich schon geärgert. Aber eigentlich für die Kinder sollte man sich dann doch eines Besseren besinnen und eben einfach sagen, okay, es ist jetzt eigentlich nur noch eine Eitelkeit, dass ich also nicht ein gewisses Schema bediene. Eigentlich, das war es zum Schluss nur noch, dass man sagt, nein, ich nicht. So, und das war es aber nicht. Außerdem muss ich sagen, ist mir auch auf die Nerven gegangen, dieses Ewige, dass die Leute dann gedacht haben, ich will damit eine Emanzipationsgeschichte demonstrieren. Ich will zeigen, was ich für eine tolle Frau bin. Ich bin alleine. Ich will überhaupt nicht alleine sein. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass Kinder unbedingt ihren Vater brauchen. Aber ich habe zum Beispiel, wurde ich immer wieder gefragt, ja, wie ist denn das, wenn man sich, ja, bevor man sich halb tot streitet, bevor man sich also die Schädel einschlägt, würde ich auch den Mumm haben, mein Kind alleine aufzuziehen. Und so kam dann umgekehrt in die Zeitung, ich brauche keinen Mann. Die Uschi Glas macht das alles allein. Ich ziehe mein Kind alleine auf. Ich weiß, was ich, was alles. Also schrecklich. Das ist überhaupt nicht gewesen. Nur ich muss sagen, bevor es eine Katastrophe ist, finde ich nach wie vor, soll man lieber auseinandergehen. Aber wenn es gut ist, ist wird dein Sohn gut. Nummer 3 gewünscht? Also, lieber Blecki, da muss ich dir sagen, du müsstest den Bernd fragen, weil ich muss dir sagen, ich bin zu allem bereit, aber ich glaube, der Bernd hat keine Nerven mehr. Ja, Mädchen, Junge, alles egal. Wie es kommt. Alles, was ich gemacht habe, habe ich hundertprozentig gemacht, sagt Uschi Glas in einem Zitat, einem von den vielen, die über sie zu lesen sind, von ihr zu lesen sind. Ist das nun mehr Verantwortungsbewusstsein oder Ehrgeiz? Verantwortungsbewusstsein, würde ich sagen. Wobei ich natürlich ehrgeizig bin, das weiß ich nicht von der Hand. Aber wenn mich jemand einkauft, also ein Produzent oder was, dann maule ich nicht schon in der Früh und sage, hey, so viel aufstehen und ja wieder und nur Drehtag. Sondern wenn ich sage, ja, ich mache das, dann ist mir das wurscht, dann stehe ich auch von mir so den ganzen Tag am Set und bin nicht dran oder bin dran oder die schütten mir Wasser über den Kopf, dann mache ich das halt auch, weil das habe ich ja vorher gelesen. Also ich muss sagen, ich brauche zum Beispiel wahnsinnig gute Stimmung beim Drehen und beim Arbeiten.
im Theater, überall. Und das liegt ja sehr oft auch an den Hauptdarstellern. Wenn die schon muffig sind, dann sind die anderen auch schon, sagen, oh, jetzt kommt die wieder mit ihrer Laune, schrecklich. Dann ist schon so eine Stimmung da. Das kann ich überhaupt nicht brauchen. Ich brauche unbedingt gute Stimmung. Ich möchte, dass die Leute sich alle wohlfühlen, und zwar alle. Und das bedeutet auch wieder, dass ich zum Beispiel hingehe und einfach anreiße an dem Ding. Und dann reißen die anderen auch mit an. Und das mache ich eben 100%. Ich finde, sollen sie was kriegen für ihr Geld? Was? Sollen sie was kriegen für ihr Geld, die Produzenten? Also ich maul nicht und mach nichts, ich mach nichts. Ich mach meine Arbeit, würde ich sagen. Ich finde das sehr schön. Das ist noch ein Zitat. Früher habe ich mich zerrissen, jetzt bin ich ruhiger. Da ist also eine Mutter, eine Ehefrau, eine Schauspielerin, eine Unternehmerin. War die Reihenfolge richtig? Mutter, Ehefrau, Schauspielerin, Unternehmerin? Ja. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja. Wenn es heißt... Hundemutter fehlt noch. Was denn? Noch Hundemutter. Die Hundemutter? Ja. Ja. Die kommt ja manchmal bei vielen an erster Stelle. Nein, das kommt nicht an erster, aber die ist auch noch. Weil zwei Boxer habe ich auch noch. Ja. Also ist, wenn du das meinst, dass ich viel zu tun habe, dann kommen die zwei auch noch dazu. Ja, weil du sagst, also jetzt bist du etwas ruhiger. Wenn man ruhiger wird, hat man auch etwas ruhigere Pläne. Wie sehen denn deine Pläne aus? Also ruhiger... ist vielleicht das falsche Wort. Also ja, ruhiger eigentlich nicht, ja. Aber es ist so, dass ich sehr genau abwäge jetzt, was ich tue. Also ich nehme zum Beispiel keine Engagements an, die mich sehr lange von zu Hause weg haben. Ich spiele zum Beispiel nicht 3 Monate im Berlin-Theater. Das kann ich nicht, weil dann bin ich einfach von zu Hause weg. Oder ich gehe nicht irgendwo nach Italien, mache dort einen Film oder so. Das bedeutet, dass ich natürlich an meine Familie Konzessionen mache und das auch gerne mache und habe das große Glück, weil ich betrachte das also wirklich immer als Glück, es geht mir wirklich gut, dass ich in München sehr viel arbeiten kann. Mhm. Und das ist einfach toll, wenn man das miteinander verbinden kann. Ich habe jetzt gerade fast ein halbes Jahr in München Theater gespielt, da bin ich immer am Tag zu Hause, mache meine Wursteln und am Abend gehe ich ins Theater. Das ist also für mich so ideal, schöner kann ich es gar nicht haben. Das ist einfach schön. Jetzt könnten natürlich... Meine Wursteln sind meine Kinder, Moment. Ja. Weil ich habe da hinten gerade überlacht, ich denke, ich mache Würste. Das ist also nun geklärt worden. Es ist wie immer viel zu schnell die Zeit vergangen. Vorbei. Ja, es ist schon vorbei. Und mein abschließender Wunsch und meine Feststellung sei, also bitte nicht böse, wenn man dich auch weiterhin als das Schätzchen bezeichnet. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Eins steht mit Sicherheit fest, für mich heute Abend warst du ein richtiger Schatz. Danke, Dankeschön. Uschi. Danke. Thank you.